Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Clash of Gods Dungeons 3. Ich bin immer noch dabei zu versuchen, dass unsere Kreaturen jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass sie das jetzt hier irgendwie packen können. Das Problem ist, wir kamen bisher noch nicht wirklich vorwärts. Unten haben sie uns jetzt eben angegriffen gehabt. Diese Betäubungstürme muss ich natürlich manuell aktivieren, das habe ich dann auch gecheckt. Ich will natürlich nicht, dass hier irgendjemand drauf geht, das ist das große Problem. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das sollte doch jetzt gehen, oder? Dass die es hinkriegen hier. So viel Schaden, halten aber eine Menge aus. Ich will aber nicht, dass einer von uns drauf geht. Sehr gut, wir haben es geschafft. Dann können die sich jetzt hier ausruhen. Ich schmeiß jetzt einfach mal alle da rein. Ja, mit dem Gold, das hat auf jeden Fall jetzt sehr gut geklappt. Das haben wir jetzt hinbekommen. Hab jetzt auch drei Gerätschaften hier bauen können. Ich würde sagen, dann legen wir auch mal los, indem wir hier ein bisschen Verteidigung hinsetzen. Auch wenn es nicht viel ist, aber es bringt auf jeden Fall schon mal was. Okay, es fehlen wieder Werkzeugkisten. Es wäre ganz nice, wenn sie das hinkriegen würden. Vielleicht werde ich gleich mal die Untoten und die Dämonen hochschicken, dass die ein bisschen oben aufräumen. Vielleicht schaffen wir es ja hier zum Schrein des Guten zu kommen, dass wir einen Schrein der Bösartigkeit draus machen können. Das würde uns ja schon mal was bringen. Wir haben noch 20 Minuten. Ich finde, die Zeit geht doch sehr schnell vorbei. Naja, mal sehen. Wäre schon mal ganz praktisch, wenn wir diesen Weg irgendwie halbwegs safe Zahltag machen können. Zahltag ist jetzt, naja, nicht so geil. Die Goldquelle ist erschöpft, das bleibt unsere große Hauptschatzkammer. Wir haben aber noch zwei langanhaltende Goldquellen. Das ist erstmal gut, das reicht auch, wir haben einen guten Vorrat. Das sollte uns erstmal über Wasser halten. Ja, ich versuche jetzt mal mit den Untoten und den Dämonen mal die Oberfläche ein bisschen unsicher zu machen. Währenddessen können die Horden Gruppierungen erstmal ein paar Fallen machen. Ja, super. Ich finde das schon mal nicht so gut an. Selbst wenn sie es vielleicht nicht schaffen, schaffen sie es vielleicht ein bisschen Level zu steigen. Was sehr praktisch wäre. Gestiegen. Weit sind wir jetzt nicht gekommen, aber zumindest die Truppen direkt vor der Tür haben wir erledigt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier packen. Schwierig, wir müssen die Novizen platt machen. Das auf jeden Fall. So, jetzt wird er auch nicht mehr geheilt, das ist schon mal sehr gut. Ob wir den Rest schaffen, bezweifle ich. Aber dann beim zweiten Anlauf. Imps sind schon mal auf Stufe 3, das ist auch sehr gut. Ein Schwert, Typi ist tot. Der zweite wird sogleich noch folgen. Ein Imp ist tot. Kristallwesen greifen das Artefakt an. Gut, wir haben Schrein der Bösartigkeit. Das ist alles, was zählt. Kristallwesen. Jetzt kommen sie von dort, aber auch reichlich, wenn ich das mal so sagen darf.
Schrein der Bösartigkeit. Holen wir uns mal einen Nager dazu und verbessern das mal. Dann müssen wir auf jeden Fall mal auf die Wiederbelebung unserer Hordenmitglieder gehen. Ich versuche sie hier mal anzupassen. Da können wir gleich immer noch hin, hoffe ich. Und da in der Bösartigkeit die Nager dazu holen. Los, ihr seid jetzt schon etwas stärker. Die haben auch leider echt wenig Erfahrungspunkte, diese Kristallwesen. Gegner hauen auf das Artefakt ein. Ja. Das werden wir jetzt verhindern. Krypta. Die Krypta, die bauen wir hier hin. Hundert Bösartigkeit. Wir auf jeden Fall unsere Einheiten wiederbeleben. Die Goldadern halten zum Glück noch etwas. Ja, das ist sehr gut. Ein bisschen schneller, Leute. Zwei Banshees, das reicht dann. So, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen Verteidigung. Können wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Was? Nicht genug Werkzeugkisten? Okay. Ich möchte ganz gerne hier auch nochmal 4 Stück an der Zahl machen. Und dann sollte hoffentlich die Seite erstmal so weitestgehend safe sein. So hoffe ich. Ja, das Lektorium müssen wir auch noch machen, verdammt. Das machen wir mal als nächstes. Dann haben wir jetzt hier den Mana-Raum. Den Mana-Raum machen wir... Unser Mana-Raum machen wir etwas zu groß. So. Hier kommt die Mana-Kammer hin. Oh wow, hier ist auch noch eine Langeinheit, eine Goldquelle. Ja, da müssen wir die... erstmal irgendwie wegkriegen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da eine Langeinheit eine Goldquelle ist. Schade, dass man nicht Priorität darauf setzen kann, dass sie nur diese eine abbauen sollen. Man muss sie da halt immer wieder schlagen, dass sie da so schnell wie möglich da alles weghauen. In 15 Minuten noch. Machen wir da erstmal eine große Schatzkammer hin. Es ist Zahltag. 53 Fässer Bier an der Wand. 53 Fässer Bier. Nimm eins in die Hand, trink es aus in einem Zug. 52 Fässer Bier an der Wand. Talia war nun schon eine ganze Weile damit beschäftigt, das Artefakt zu laden. Gerüchten zufolge hatte sie nun etwa 2/3 geschafft. Und... erst 2/3? Du meine Güte, das hört ja nie auf. Oh, ich habe das Lied schon 5-mal durch. Das seift. 52 Fässer Bier an der Wand, 52 Fässer Bier. Wenn eins davon runterfällt und ausläuft, 51 Fässer Bier an der Wand. Ja, gut. Unsere Talia singt. Das Artefakt wird stärker. So, ich hoffe, ich krieg diesen Raum hier unten jetzt gleich noch safe und fertig. Das wäre super. Müssen wir uns auf die obere Seite konzentrieren und dann müssen Gegner wir vielleicht... Gegner machen sich auf den Weg zum Artefakt. Ach du Scheiße. Machen wir die erstmal hier platt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh nö, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Jetzt haben die hier so eine Abkürzung gemacht.
bekämpft die sich gegenseitig wenigstens. Bitte sag, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Kann ich die erstmal auf den Platz machen? Ich hoffe, dass sie sich gegenseitig. Oh nee, die warten ja nicht. Warte mal. Muss ich vielleicht das erstmal so machen? Verteidig das Dungeon Herz. Nee, die bekämpfen sich jetzt gar nicht hier. Verdammt. Das Artefakt wird angegriffen. Oh, totale Eskalation gerade. Das Artefakt hält aber länger durch als unser Dungeon Herz. Deshalb muss ich jetzt gerade leider. Oh Gott. 50. Gegner hauen auf das Artefakt ein. Ich muss das jetzt leider so machen. Was für ein Drama! Was macht die Pisser platt jetzt hier? Habe ich die eine Seite total safe gemacht und dann haben sich da hinten da durchgebuddelt. Beschützt das Artefakt! Ja. Will ich ja. Zwei. Ach egal, komm, das machen wir dann später. Haben wir jetzt keine Zeit für. Los, jetzt mach die platt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, genau. Da haben wir jetzt auch die Zeit für hier. Oh, Leute. Echt ungünstig gerade das Ganze. Dass hier auf einmal alles zusammenkommt. Das geht noch nicht. Zum Glück halten die Schnotterlinge die jetzt hier so mehr oder weniger auf. Wenn sie die ganze Zeit da so verwirrt hin und her rennen. Ruh dich aus, wenn es geht. Scheiße, das schafft es nicht. Ruh dich aus, so. Helden zerstören eure Räume. Du musst dich leider echt ausruhen. Finde ich, dass du auch noch umfällst. Bringt mir jetzt dann gerade gar nichts. Ist jetzt anders als geplant, aber so geht es auf jeden Fall auch. Mist, Mist, Mist. Ja, gut, sie schaffen es noch. Puh. Das war jetzt nicht ohne. Na gut, jetzt bleibt es dabei, dass wir jetzt abwarten müssen. Kisten brauchen wir. Hier unten sieht es halbwegs safe aus. Ist natürlich immer noch nicht so das Wahre, aber immerhin. Es ist Zahltag. Das Artefakt erholt sich auch nicht, oder? Kristallwesen gruben im Untergrund herum. Ihre Gier nach dem Artefakt war nach wie vor nicht gestillt. Vielleicht brauchten sie etwas, das sie ablenkte. Wie Kreuzworträtsel, Internet, Computerspiele. Ja, oder halt eine Axt im Schädel. Okay, das geht auch. Banausen. Kristallwesen greifen das Artefakt an.
Das Doofe ist bei diesem blöden Kack-Kristallwesen, dass die hier endlos viele Türen in unser Dungeon reinkloppen. Ach, da unten sind auch nochmal welche. Beschützt das Artefakt! Würde ich ja gerne, aber ich kann gerade absolut nicht das Artefakt beschützen. Kriegen wir immerhin jetzt beseitigt? Kloppen die sich jetzt hier rum oder gehen die rum? Ich hoffe, dass sie rumgehen. Und jetzt hier bitte. Dann schafft ihr es auch, die nächsten dann aufzuhalten. Auch wenn es 3 Stück sind. Mann. Was für ein Stress hier. So, das Lektorium wollte ich eigentlich noch machen. Vielleicht auch noch mal mehr Einheiten. Dass ich noch Arachiden dazu hole, 2 Stück. Das Lektorium, das baue ich hier hin. So. Schaffen es nicht. Ernsthaft. Das Artefakt wird angegriffen. Leute. Kommt schon. Mal da einen zu töten oder was? Ernsthaft. Beschützt das Artefakt. Tja, wir packen es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Wir können das nicht schaffen. Schützt das Artefakt. Nee. Kriegen wir nicht hin. Müssen wir laden. Wir müssen, ja. Den wievielten haben wir jetzt? Gut, Speicherstand. Der hier müsste das dann sein. Den laden wir mal. Dann müssen wir es halt irgendwie anders versuchen. Das ist zu krass. Das sind einfach zu viele Faktoren, die da auf einmal passieren. Zu viele Sachen gleichzeitig. Zu viele Gegner, die von allen Seiten kommen und so weiter. Diese Golems an für sich wären wahrscheinlich nicht so das Problem, wenn ich nicht so noch die Probleme mit diesen Viechern hier hätte. Das Artefakt wird stärker. Ja, hier war noch alles im Lot, hier war noch alles super. Tja, keine Ahnung. Vampire 250. Kristallwesen oder haben euren Dungeon betreten und strömen zum Artefakt. Machen wir das direkt mal hier. Damit ihr gar nicht da das öffnen könnt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da kommen jetzt noch die Feinde dazu. Bekämpfen die sich jetzt gegenseitig? Nein, natürlich nicht. Greifen das Artefakt an. Ja, ich weiß. Ich kann es aber jetzt leider gerade überhaupt gar nicht verhindern. Arachniden. Ich glaube, ich hole mir 2 Arachniden dazu.
da jetzt erstmal noch einen Naga. Dann Arachiden. Das Artefakt wird angegriffen. Ich weiß. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Aber glücklicherweise von unten. Naja, glücklicherweise ist relativ. Die Feinde sind halt echt scheiße, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Die Feinde bringen da echt gar nicht mal so viel. Gar keinen Schaden richtig bekommen hier durch die Fallen. Was sind denn das für Kackfallen? Ernsthaft? Gegner hauen auf das Artefakt ein. Ach so. 100 Bösartigkeit. Tja. La 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 la. Ich kann jetzt nur warten. Schon. Helden machen eure Räume kaputt. Ja, da muss ich jetzt gerade irgendwie beleben, dass sie die Räume kaputt machen. Beziehungsweise kann ich da gerade nichts gegen machen. Ja, die Fallen sind ja echt der größte Rotz. Das bringt mir ja gar nichts. Die haben ja irgendwie gar keine gekillt, ne? So ein Müll. Die Novizin ist ja auch noch wohl auf. Tja, das muss ich dann halt irgendwie reparieren. Wenn ich das hier überlebe, dann kann ich das tun. Wenn nicht, dann ist sowieso egal. 150 für den nächsten Arachniden. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Mhm. Tja, liebe Leute, ich habe keine Ahnung. Gegner greifen das Artefakt an. Gegner greifen hier gerade alles an. Macht sich doch sehr stark bemerkbar, dass Talia in dieser Mission nicht als Angriffseinheit mit dabei ist. Muss man mal so sagen. Weil man kommt so nicht wirklich auf den grünen Zweig. Es ist schwer. Aber so soll es auch sein. Gut, ich versuche das hier vielleicht nochmal zu lösen. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder in einer neuen Folge, wenn der Untergang nicht vorher bestimmt ist für unser Dungeon Herz. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zusehen und sage erstmal bis dahin. Tschüss.